dessen Papa ist 1930 mit Nikola Tesla mitgefahren in einem Auto, ohne Tank, ohne alles. Die haben nur so einen Konverter rechts reingeschoben, das hat noch beschrieben, ein paar Kupferstangen rein und dann fuhren die elektrisch getrieben. Aber da waren auch keine Akkus. 140, 145 Stundenkilometer ungefähr. Es wird ja in der Physik ganz konsequent verschwiegen, dass man Raumenergie nutzen kann. Also wenn Sie das als Physiker laut sagen, haben Sie die Karriere beendet. Dann bleiben Sie, was Sie sind. Das heißt, ich wusste, obwohl schon Professor, nichts davon, dass es eine Raumenergieszene gibt, dass es Raumenergiegemeinde gibt, wo die Leute arbeiten. War mir völlig unbekannt. Die kamen dann auf mich zu und haben mir Dinge gezeigt, da gehen einem die Augen über. Da hat doch tatsächlich in Amerika jemand einen Motor gebaut, einen Elektromotor. Den treibt er an mit knapp 200 Watt elektrisch. Das hier ist elektrische und mechanische Leistung. Das Dunkle, das Violette hier, ist die Kurve für den Leistungsinput. Also der bringt knapp 200 Watt elektrische Leistung rein. Und kriegt etwas über 600 Watt mechanische Leistung raus. Also ein Wirkungsgrad von ein bisschen mehr als 300%. Und das schon mit Leistungen wie bei einer Bohrmaschine. 600 Watt ist ja okay. Nur jetzt kommt der Knüller. Das Ding hat ein TÜV-Gutachten. Und davon erfahren Sie natürlich nichts als Physiker. Dann erzählen Sie das einem Physiker und der sagt Ihnen nur, den TÜV kann man ja sowieso nicht glauben. Dann sage ich als Antwort, ja, haben Sie auf dem Auto so einen TÜV-Stempel? Dann kriegen Sie als Antwort nur noch Tüt, 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 Tüt. Tippen Sie einfach mal ein in der Suchmaschine Raumenergie Merkel. Und Sie kommen auf diese Seite. Da schreibt ein Bürger namens Marco Wanicek: Sehr geehrte Frau Merkel, seit nunmehr über einem Jahr beschäftige ich mich mit den Theorien um die Raumenergie, welche von Professor Turter an der Ostfalia Hochschule nachgewiesen wurde. Warum stecken wir Milliarden von Steuergeldern in kommerzielle Projekte der Energiewirtschaft, wenn wir doch die Technologie für eine saubere und kostenlose Energieproduktion bereits besitzen? Die Bundesregierung kauft, ich zitiere nur Herrn Wanicek, die Bundesregierung kauft nachweislich Patente zu diesem Gebiet auf. Menschen mit erfolgreich fertiggestellten Generatoren verschwinden über Nacht. Was antwortet Frau Merkel? Sehr geehrter Herr Wanicek, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich zitiere wieder nur, die wir im Auftrag der Bundeskanzlerin beantworten. Seit vielen Jahren bereits wird das Phänomen der Raumenergie diskutiert. Bis heute fehlt ein belastbarer und generell anerkannter Nachweis, dass sich damit nutzbare Energie gewinnen lässt. Solange die Wissenschaft diesen Nachweis nicht erbringen kann, wird die Bundesregierung die Entwicklung von konventionellen Energietechnologien und so weiter mit großem Engagement fortführen. Und das schreibt sie witzigerweise im März, am 22. März 2012, gucken Sie, hier oben, 20 Tage nachdem das Massachusetts Institute of Technology die 230% Wirkungsgrad publiziert hat. Also die Wissenschaft hat doch nicht nachgewiesen, 20 Tage nach der MIT-Publikation. Und dann können Sie die Kommentare lesen. Da unten kann, da gab es während der 6 Tage, wo die Abstimmung offen war, Leserkommentare. Danach nicht mehr, dann war es ja gewonnen. Dann braucht der erste Kommentar, den Sie lesen, schreibt ein Herr Hans-Werner S., den ich nie ausfindig machen konnte. Ja, es ist an der Zeit, dass man mit sowas jetzt an die Öffentlichkeit gehen kann. Meine Familie nutzt freie Energie schon lange, haben es aber nicht publik gemacht und immer auch etwas aus dem öffentlichen Netz bezogen. Da sind mir zu viele umgebracht worden.
on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. To be.